Hallo und willkommen zurück bei God of War Ragnarök. Wir könnten jetzt hier weggehen. Wir haben aber andere Dinge vor. Was ist denn hier eigentlich los? So, wir schwingen uns mal auf dieses Boot. Warum sind wir eigentlich drüben und nicht da drüben? So. Wir segeln erstmal hier runter, obwohl ich weiß, dass hier eigentlich nichts ist. Wir können hier mal gucken. Ah! Hä? Warte mal. Ah, das ist ja super. Wir segeln erstmal auf die andere Seite. Eigentlich wollte ich, habe gedacht, die Seite hier ist die Seite, die wir schon. Also hier kommen wir sowieso nicht weiter. Ich habe gedacht, hier kommt man nicht weiter und vorne kommt man weiter, aber da kommt man doch auch irgendwo hin. Wasser findet seinen Weg. Okay. Alles klar. Wieso redet ihr eigentlich nicht? Los, redet über Dinge. Trank aus dem Tau des Weltenbaumes. Baum des Lebens. Warte mal, lass mich mal gucken. 5 von 5. Ja, cool. Wir sind endlich hier. Schon was geschafft. Schöner Fund. Wir könnten ja beim reinigenden Teich vorbeischauen. Nein. Cool. Ja, mein Sohn, wir haben es geschafft. Bevor wir das hier aber erstmal alles hinter uns lassen, werden wir erstmal hier hochgehen. Wir haben derzeit Nacht, aber ich möchte noch nicht umstellen. Ich will nur erstmal hochgucken. Ein Grabstein. Da wartet sicher ein Berserker. Also ich mache ja vieles mit, aber das mache ich nicht mit. So, hier mal ein Weltentor. Hier ist eine Blume. Wenn ich raten müsste, Sternrot. Geschenke hier. Asgarder Barren. Was ich jetzt natürlich vergessen habe, ist das da. Das habe ich leider vergessen. Das da. Aber so komme ich jetzt nicht darüber, leider. Naja, wir fahren jetzt mal ganz kurz weg. Nur ein Bötchen. Sind es eigentlich gut? Ja. Einsteigen. Hier legen ab. Ein Zeichen. Yadi und Zaumir waren wohl auch hier. Hier ist eine weitere Zutat. Ja, ich weiß. Wartet mal, ich habe was falsch gemacht. Wir legen überhaupt nicht ab.
Er verließ also seine Familie und zog auf der Suche nach etwas nicht Benennbarem durch die Welt. Doch auf all seinen wundersamen Reisen stellte ihn nichts zufrieden, bis er einen anderen Reisenden auf einer ähnlichen Suche traf. Nicht benennbar. Sein Name war So. Finden wir die letzte Zutat. Warum blinkt das noch? Also, hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich will jetzt erstmal schnell da drüben das holen, dann gehen wir wieder rüber. Und dann fahren wir hier mit dem Boot weiter. Wir müssen auch noch zum Dschungel zurück. Da haben wir ja noch alles zu tun, glaube ich. Also bisher haben wir ja da nur ja, das Wasser befreit. Wir sollten vielleicht zum Brunnen zurück. Mir hat seinen Einsatz verpasst. So, das wird uns wahrscheinlich auf ewig blinken, obwohl wir es eingesammelt haben. So. Schauen wir mal, wo wir herkommen, hinkommen. Also man hört hier schon was. Blöderweise, ich glaube, das ist der Drache, der hier kaut. Irgendwas frisst. Habe ich denn das auf dem Ohr? Sieht aus, als könnten wir an dem Strand anlegen. Ja. Da oben, er ist zurück. Wir finden einen Weg hoch. Und noch ein Kristall für den Teich. Du hast ein paar Kristalle. Geh doch mal beim Teich vorbei. Jetzt hört's aber auf hier. Was soll das? Hier entlang. Ah, sehr gut. Ist er jetzt endlich weg? Ich will das Vieh schnell umbringen. Ah. Also 24 schaffen wir vielleicht. Wir könnten halt auch woanders anlegen wahrscheinlich, oder? Wir könnten auch da vorne anlegen. Wir lassen erstmal unser Boot hier. Oh. Oh.
Hä? Wir können hier nicht drüber. Ich glaube, der geht uns auf die Nerven. Hey! Jetzt sind wir vorgerückt. Und weiter. Ach, Mist. Also hier können wir jetzt hoch. Ich will gerade noch mal gucken, ob wir hier auch wirklich nicht weiterkommen. Ja. Och. Gut, wir kommen hier nicht weiter. Oh! Das Glas. Hier ist dein Stundenglas. Danke. Jetzt kann ich nach Vorpommern gehen. Zunächst eine Frage. Du wolltest dieses Tal zu deinem Zuhause machen. Was hielt dich auf? Ich erinnere mich. Dieses Tal. Es stand am Rande der Verwüstung, als ich es fand. War es ein Krater, wie du ihn jetzt siehst? Nein. Aber die Stadt war im Trümmern. Zerborstenes Glas, zerstörte Gebäude. Hier konnte man kein Zuhause finden. Hast du die Ursache der Zerstörung gesehen? Ein Kampf, wie ich ihn nie zuvor gesehen habe. Ich weiß noch, wie Metall im Sonnenlicht zusammenstieß. Thor, er schwang seinen Hammer, aber eine bemerkenswerte Axt zog mit. Diese Axt? Gehörte sie einer blonden Kriegerin? Ja, sie war furchterregend. Ich weiß noch, sie trug Handschuhe und schwang die Axt mit größter Präzision. Niemals gab es eine Waffe wie Mjölnir. Aber mit dieser Axt und dieser Kriegerin bestritt Thor den Kampf seines Lebens. Es war Faye, die gegen Thor kämpfte. Es war mehr als nur ein Kampf. Klingt, als hätte Mutter Thor besiegt. Dann gibt es viel, was ich nicht über sie wusste. Und jetzt ist sie tot. Mag sein. Aber ihre Geschichte hier ist noch nicht zu Ende. Oh.
Ja, ich muss die ganze Zeit an Mjölnir denken, weil das habe ich gestern bei oder am letzten Livestream von Final Fantasy X benutzt. Mit Ixion. Hä, wo muss ich denn hin? Ah. Oh, um Gottes Willen. Okay. Ach so, es hätte eh nichts gebracht, wenn wir hierher gefahren wären. Auch gut. Wo bist du, Drittes? Zwei von fünf, um Gottes Willen. Okay, wo sind wir? Ich glaube, wir sind da, wo wir hin sollen. Ja, wir sind jetzt mal hier. Okay, hier haben wir erstmal nichts. Da hat jemand schon das Feuerchen angemacht. Oh nein. Oh oh. Mach dich bereit. Der Aschentyrann. Oh, den habe ich bisher gespürt. Mist. Ist denn nicht angreifbar? Ah, okay, warte. Rechts von dir!
auf der anderen. Das hätte man sich denken können. Der war ja relativ einfach. Tja, der ist erledigt. Es dauert noch, bis der Krater geschafft ist. Und damit sollten wir etwa die Hälfte der Drachen im Krater erledigt haben. Ich kann die Vögel hören. Aschentyrann. Nach dem langen, harten Winter in Midgard war die Reise in andere, wärmere Welten eine wahre Wohltat. Der feurige Atem dieser Drachen brachte mich jedoch dazu, die Kälte neu zu schätzen. Sie feuern uns an. Sehr schön. Haben wir jetzt, oder? Also hier oben gibt's nichts mehr. Dann können wir mit unserem Bötchen wieder wegsegeln. Ich glaube, je nachdem, was ich für eine Pfeil ausgewählt habe, macht er dann auch den Todesstoß. Weil der hat ja jetzt die Chaosklingen genommen. Warum ist denn da jetzt zu? Was soll das denn jetzt? Glänzende Legierung. Wartet mal. Wo kommen wir denn hier hin? Hier kommen wir doch einfach nur hier vor, oder? Ach ja. Umdrehen. Machen da mal das Tor auf und gehen da mal durch. Oh, da war ich zu stürmisch. Gucken wir da hinkommen. So, bevor wir uns hier den neuen Gefilden widmen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.